Zusammenschluss, Eigenverbrauch, ZEV oder ZEV, kurz und bündig. In einem Mehrfamilienhaus oder bei Reihenfamilienhäusern immer das gleiche Bild. Jede Partei hat Selo und das lokale EW stellt den Strom in Rechnung. Die neue Welt sieht anders aus. Es hat eine Photovoltaik auf dem Dach oder auf mehreren Dächern und die Selo sind intelligent, die Solarstrom messen können. Was muss geregelt sein? Man ernennt einen Verwalter ZEV, das kann ein Immobilienbesitzer sein, das kann eine Gruppe aus der Stohwirtschaft sein, das kann eine ganze Genossenschaft sein. Die regeln in einem Vertrag mit der Mieterschaft, Stohwirtschaft, was ist die Kosten vom Solarstrom, wie sieht es mit der Dachnutzung aus, Mitbestimmung und so weiter. Zudem hat der Verwalter ZEV einen Vertrag mit dem lokalen EW, wo drin steht, wer ist in diesem Zusammenschluss Eigenverbrauch, welches Produkt bezieht man und so weiter. Was ist zudem neu? Der Verwalter ZEV stellt Strom in Rechnung und nicht mehr EW. Das kann er sehr wohl, weil die geeichten Zähler können Solarstrom vom Netzstrom unterscheiden und das kann man via Nebenkosten oder direkt in Rechnung stellen. Gut dabei zu wissen ist, dass der Preis vom Solarstrom nicht teurer darf sein als das mittlere Produkt vom EW. Das heisst Win-Win für beide Parteien. Mieterschaft, Bewohnerschaft hat saubereren Strom zum gleichen Preis oder günstiger. Und die sich an dieser Photovoltaikanlage beteiligt haben, können ihren Strom zu einem fairen Preis absetzen und müssen dann nicht für ein paar Räppli ins Netz verschenken. Zudem zwei Daumen nach oben für unseren Planet, denn es wird mehr erneuerbare Energie produziert und auch verbraucht.